Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Das Fragepronomen lequel und seine drei Verwandten sind Thema von diesem Video. Du lernst den Unterschied zwischen einem Fragebegleiter und einem Fragepronomen kennen. Du kennst danach den richtigen Gebrauch, auch in Verbindung mit Präpositionen. Schließlich kannst du in einem kleinen Test überprüfen, ob du alles richtig verstanden hast. Allons-y, los geht's! Elodie und Clara haben sich verabredet. Tu as lu mon message? Lequel? Hast du meine Nachricht gelesen? Welche? J'ai rencontré une de tes amies. Laquelle? Ich habe eine deiner Freundinnen getroffen. Welche? Das Fragepronomen lequel und seine Verwandten haben dieselben Formen wie die Familie des Relativpronomens lequel, welches ich in dem oben verlinkten Video vorgestellt habe. Lequel, laquelle, lesquelles und lesquelles fragen nach Sachen und Personen, die vorher erwähnt wurden. Sie stehen allein und richten sich in Person und Geschlecht nach dem Bezugswort. Im Unterschied zu den Fragebegleitern wie quel stehen Fragepronomen alleine, das heißt ohne folgendes Nomen. Quel message, welche Nachricht, das ist ein Fragebegleiter mit folgendem Nomen. Lequel, welcher oder welche, das ist ein Fragepronomen. Das Bezugswort steht im vorherigen Satz. Du musst also nur immer wissen, ob das Bezugswort im Französischen männlich oder weiblich ist und ob es im Singular oder Plural steht. Oft gibt dir sein Begleiter den richtigen Hinweis. Je prendrai cette valise. Ich werde diesen Koffer nehmen. Cette ist Femininum, also heißt es la valise, der Koffer. Somit fragt man laquelle, welchen. Du weißt ja, dass das Geschlecht von Nomen im Französischen vom Deutschen oft abweicht. Die Fragepronomen lequel, laquelle und so weiter können nach Präpositionen stehen. On pourrait aller dans un café, dans lequel. Wir könnten in ein Café gehen, in welches? Passons par la rue là-bas, par laquelle, la rue à gauche ou à droite? Lass uns durch die Straße da unten gehen. Durch welche? Die Straße links oder rechts? Dans, par, sur, avec oder pendant sind solche Präpositionen. Präpositionen dienen dazu, Wörter oder Wortgruppen in Beziehung zu setzen. Je m'intéresse à ces baskets. Auquel est-ce que tu t'intéresses? Ich interessiere mich für diese Sportschuhe. Für welche interessierst du dich? S'intéresser à quelque chose, sich für etwas interessieren. Bei der Präposition à musst du aufpassen, denn in Verbindung mit à verschmilzt lequel zu auquel. Entsprechend werden lequel und lequel zu auquel und auquel. Nur à laquelle verschmilzt nicht, da steht das à noch davor. Die Basket sind feminin und plural, also brauche ich auquel. Diese Regel des verschmelzenden Artikels mit a kennst du bereits. Der kann zu o, à la und o mit aux werden. Gleiches gilt bei lequel auch für die Präposition de. De bedeutet von. Je rêve de ces lunettes de soleil canon. Desquelles est-ce que tu rêves? Ich träume von dieser Hammer-Sonnenbrille. Von welcher träumst du? Rêver de quelque chose, von etwas träumen. De verschmilzt zu duquel, desquels und desquels. De laquelle verschmilzt nicht. Les lunettes, die Brille, ist im Französischen ein Wort, das immer in der Mehrzahl steht. Außerdem ist es Femininum, weiblich. Daher muss ich les lunettes mit desquels aufnehmen. Jetzt bist du dran. In einem kleinen Test kannst du prüfen, ob du alles verstanden hast. Deine Aufgabe? Finde das richtige Fragepronomen lequel oder eines seiner drei Verwandten in der Frage. Eventuell musst du noch eine Präposition ergänzen. Hier, j'ai regardé un bon film. Lequel? Gestern habe ich einen guten Film gesehen. Welchen? Un bon film ist Maskulinum Singular, daher lequel. On parle beaucoup de ces groupes en France. Desquels? Man spricht viel über diese Gruppen in Frankreich. Von welchen? Du musst aufnehmen de ces groupes. Le groupe ist Maskulinum im Französischen.
die Gruppe. De ces groupes ist Plural. Du musst das de verschmelzen mit lequel zu desquels, also Maskulinum Plural. Avant de partir, je n'ai pas pensé à prendre quelques vêtements dont j'avais besoin. Auquel est-ce que tu n'as pas pensé? Bevor ich weggefahren bin, habe ich nicht daran gedacht, einige Kleidungsstücke mitzunehmen, die ich benötigte. An welche hast du nicht gedacht? Les vêtements sind Maskulinum Plural. Je n'ai pas pensé à prendre quelques vêtements. Penser à quelque chose, an etwas denken. Du hast eine Ergänzung mit à. Du nimmst les vêtements auf und musst also à verschmelzen im Maskulinum Plural zu auquel. A-U-X-Q-U-E-L-S. Nous sommes passés par une région magnifique. Par laquelle? Par la Provence. Wir sind durch eine tolle Region gefahren. Durch welche? Durch die Provence. Du nimmst auf par une région magnifique. Par als Präposition stellst du voran. Une région ist Femininum Singular, daher par laquelle. Jérémy n'a des bonnes notes que dans deux matières. Dans lesquelles? En anglais et en géographie. Jérémy hat nur gute Noten in zwei Fächern. In welchen? In Englisch und in Erdkunde. Du nimmst auf dans deux matières. La matière, das Fach, ist Femininum Singular, les matières damit Femininum Plural, daher dans lesquelles, in welchen. Geschafft! Falls du noch einige Fehler gemacht hast, liegt es vielleicht daran, dass du das Genus, also das Geschlecht der Bezugswörter, nicht richtig erkannt hast. Schau dir doch bitte dieses Video und den Test noch einmal an. Danach hast du dieses Grammatikthema bestimmt verstanden und machst in deiner Arbeit alles richtig. Schau dir jetzt auch die hier verlinkten Fit für Franze Videos an. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Like und dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.